Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich ganz besonders, dass du wieder mit am Start bist. Heute soll es mal um die Fotokina, um die größte Fotomesse der Welt gehen, denn in ein paar Wochen ist es endlich wieder soweit. Alle zwei Jahre öffnet sie ihre Pforten in Köln und ich freue mich ganz besonders drauf und ich hoffe, du auch. Und wenn du da bist oder wenn du überlegst, dahin zu gehen, dann bleib auf jeden Fall dran, denn jetzt gibt es noch ein paar Tipps für dich. Die Fotokina findet dieses Jahr vom 20. bis zum 25. September statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnet sie ihre Pforten und man kann alle namhaften Hersteller der Branche dort finden. Die stellen alle ihre neuesten Produkte vor, zeigen aber auch ältere Produkte. Man kann alles testen und ausprobieren und das ist schon sehr, sehr cool. Aber es gibt natürlich auch weitere Sachen, wie zum Beispiel Vorträge, Live-Shootings, Contests und so weiter, wo man mitmachen kann, wo man gewinnen kann. Also es wird eine ganze Menge geboten und wenn du fotoverrückt bist, solltest du dir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Insgesamt sind 7 der 11 Hallen der Kölnmesse belegt. Du siehst also, wie groß das Ganze ist. Und wenn du schon mal auf der Kölnmesse warst, dann kannst du dir so ungefähr vorstellen, wie umfangreich diese Messe dann letztendlich ist. Für mich ist es das dritte Mal, dass ich dort bin, aber gerade wenn du noch nicht dort warst und jetzt aber planst, das erste Mal hinzugehen, dann solltest du dir jetzt auf jeden Fall ein paar Notizen machen, denn so ein paar Tipps würde ich dir auf jeden Fall gerne geben, damit du auch beim ersten Mal direkt richtig effektiv zur Sache gehst. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt eine ganze Menge Vorträge und Live-Shootings, die man auch teilweise echt auf jeden Fall besuchen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Alle namhaften Trainer und Coaches sind dort und geben Vorträge, wie zum Beispiel Kevin Hollywood, Matthias Schweighofer, Pavel Kaplun und so weiter. All diese Leute haben richtig coole Vorträge auf jeden Fall am Start, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Und auch Live-Shootings, wie zum Beispiel Alexander Heinrichs, der, da weiß ich das schon, der macht relativ viel für Sony und da sollte man auf jeden Fall auch mal vorbeigucken und den Profis über die Schulter schauen. Einen genauen Zeitplan dafür findet man teilweise auf der Webseite von der Fotokina, teilweise muss man sich auch mal auf die Facebook-Seiten der Referenten begeben, die teilen dort dann auch mit, wo sie jeweils zu finden sind. Sollte man sich auf jeden Fall vorher einen Plan machen, damit man ungefähr weiß, wie man da sich seinen Tag einteilt. Das ist auch gleich der erste Tipp, den ich dir geben möchte. Geh auf jeden Fall nicht planlos zu dieser Messe, sondern mach dir vorher einen Plan, welche Aussteller du dir gerne angucken möchtest und welche Vorträge du gerne sehen möchtest. Denn wenn man da planlos hingeht, so habe ich es bei der ersten Messe gemacht, wo ich damals da war, dann ist man sehr ineffektiv und man verpasst vielleicht auch was, was man viel lieber gesehen hätte, wenn man da nicht genau Bescheid weiß, was wo stattfindet. Auf der Webseite der Fotokina findest du eine Ausstellerliste, wo alle Aussteller mit drauf sind. Da gibt es dann auf jeden Fall auch einen Hallenplan dazu und da kannst du dir schon mal Gedanken machen, welche Aussteller du besuchen möchtest. Dann gibt es auch schon einen so einen halbfertigen Zeitplan mit Vorträgen, die man da sich anschauen kann. Zum einen sind das Vorträge für eher Business-Fotografen, zum anderen sind das auch sehr, sehr viele Vorträge zum Thema Photoshop und so weiter, die auch für Hobbyfotografen sehr interessant sind. Generell ist diese Messe eingeteilt einmal in die Fachbesuchertage, das ist dann unter der Woche von Dienstag bis Freitag und dann gibt es die Consumertage, die sind dann am Wochenende. Das teilt sich dann so ein bisschen vom Programm her auch so ein, dass es am Wochenende dann eher Vorträge auch gibt, die Hobbyfotografen interessieren. Dementsprechend solltest du dir halt überlegen, wann du zu dieser Messe gehst. Ich kann dir aber auch empfehlen, auch wenn du ein Hobbyfotograf bist, auch mal unter der Woche hinzugehen, da es dort dann immer noch ein bisschen leerer sein wird als am Wochenende. Da ist es wirklich brechend voll. In der Woche kann man dann noch einiges mehr mitnehmen und man kommt schneller an die Stände ran. Generell wirst du niemals alles an einem Tag schaffen. Das heißt, wenn du die Zeit hast, solltest du dir auf jeden Fall mehrere Tage für die Fotokina nehmen. Insgesamt sind es ja von Dienstag bis Sonntag. Das heißt, du hast 6 Tage Zeit, wo du das Ganze voll auskosten kannst. Ich persönlich bin von Dienstag bis Freitag da. Das heißt, wenn du auch an einem der Tage da bist, dann schreib es doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht können wir uns dann sehen. Würde mich mal freuen, einige von euch kennenzulernen. Auf jeden Fall solltest du so leicht wie möglich auf die Fotokina gehen. Das soll heißen, du sollst nicht abnehmen, sondern du solltest möglichst wenig Equipment mitnehmen. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall die große Kamera zu Hause lassen. Ich hatte sie beim ersten Mal dabei, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es ist eigentlich nur unnötiger Ballast, den du rumschleppst. Wenn du mal Objektive oder so ausprobieren möchtest, dann gibt es von den Herstellern auch immer eine Kamera mit dazu, wo du das dann machen kannst. Also es lohnt sich nicht, mit einer großen Kamera auf diese Messe zu gehen.
Ich habe dann meistens so einen kleinen Rollkoffer mit dabei, der ist wirklich richtig klein. Dementsprechend stört er auch nicht, wenn man den dann hinterher zieht, aber es hat einfach den Vorteil, dass ich nicht die ganze Zeit mit dem Rucksack auf dem Rücken hin und her laufe, sondern den entlaste und dann mit einem kleinen Rollkoffer. Da kann ich dann auch mal irgendwelche Prospekte oder so von Herstellern reinpacken und ich kann mir auch was zu essen und zu trinken einpacken. Das ist auch der nächste Tipp. Nimm dir auf jeden Fall was zu essen und zu trinken mit auf die Messe, denn Essen und Getränke sind dort relativ teuer. Dementsprechend lohnt es sich schon, da selber was mitzunehmen. Dann solltest du auf jeden Fall Visitenkarten und auch ein kleines Portfolio mitnehmen. Denn diese Messe ist auch dazu da, sich untereinander zu connecten, mit Firmen zu connecten und so weiter. Das heißt, stell dich möglichst vielen Leuten vor, rede mit den Leuten, lerne andere Fotografen kennen. Und da ist es dann besonders wichtig, dass du auch eine Visitenkarte hast, wo du dann deine Kontaktdaten weitergeben kannst, aber auch so ein kleines Portfolio. Am besten ausgedruckt. Ich habe dann so eine kleine Mappe, wo ich meine 25 besten Fotos reinpacke und dann diese auch entsprechend direkt zeigen kann. Denn nichts ist schöner, als wenn man andere Fotografen kennenlernt und denen dann mal fragen kann, hey, kann ich mal deine Fotos sehen? Und dann hast du direkt was von denen in den Händen. Und genauso muss es auch bei dir sein, dass du dann was rausgeben kannst, wo deine schönsten Fotos drin sind. Und so lernen sich Fotografen doch am besten kennen. Nutze außerdem Messeangebote. Das heißt, die Hersteller haben oft richtig geile Messeangebote, wo es zu stark reduzierten Preisen kommt. Teilweise werden dann auch direkt vor Ort Sachen verkauft. Teilweise ist dieses Angebot dann übers Web zu finden. Das heißt, du kannst dann in dieser Woche oder in dieser Zeit der Fotokina richtig günstig Sachen einkaufen. Und das solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Nur für den Fall der Fälle, dass du mal noch irgendwas brauchst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, geh auf jeden Fall mit einem Plan auf die Fotokina und du solltest dir auf jeden Fall auch Termine abklären, wenn du mit irgendjemandem sprechen möchtest. Das heißt, wenn du zu irgendwelchen Firmen hingehen möchtest, dort mit jemandem sprechen möchtest, mach am besten vorher Termine mit den entsprechenden Leuten aus. Dann ist es auch sicher, dass du da direkt rankommst und du kannst effektiv viel mehr Zeit auf der Fotokina nutzen und bist nicht mit Warten beschäftigt. Nach 18 Uhr ist es natürlich auch noch lange nicht vorbei. Das heißt, da finden dann Meetings statt, Meet and Greets und so weiter mit bekannten Fotografen. Da organisieren viele etwas. Guckt da einfach nochmal bei den Leuten, die euch gefallen, bei den Speakern, die euch gefallen, ob die da was planen. Meistens sind da wirklich viele Sachen, wo man dann nach 18 Uhr noch hingehen kann und weiter sich connecten kann mit Leuten. Du solltest auf keinen Fall mit dem Auto anreisen zur Fotokina. Das heißt, du kannst natürlich nach Köln mit dem Auto fahren, aber wenn du dann direkt auf die Messe gehst, da solltest du lieber mit dem Fahrrad fahren oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Denn erstens ist der Parkplatz sehr, sehr teuer und zweitens sind natürlich die Parkplätze auch begrenzt. Dementsprechend solltest du da mit den öffentlichen am besten fahren. Wenn du dir Tickets kaufen möchtest, dann mach das auf jeden Fall auch im Vorfeld und nicht erst an den Tageskassen, denn im Internet sind sie im Vornherein doch einiges günstiger. Also schau da auf jeden Fall auch nochmal auf die Webseite der Fotokina. Den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Ja, das waren so ein paar Tipps von mir zur Fotokina. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann kannst du sie auch gerne nochmal unten in die Kommentare posten, damit auch alle anderen diese Tipps dann sehen. Ich freue mich da auf eine richtig schöne Diskussion mit euch und wie gesagt, poste auch mal unten in die Kommentare, wenn du planst, auf die Fotokina zu gehen, dann können wir uns ja vielleicht irgendwie da mal sehen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, postet einfach alles unten rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.